So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Ich öffne mal wieder ein paar Adrenalin XL Russia 2018 oder WM 2018 Boosterkarten. Und warum? Mein Display wird einfach nicht leerer. Weil ich kaufe immer wieder zwischendurch Magazine, wo ein, zwei Tütchen dabei sind, stecke ich immer wieder rein und deswegen wird mein Display nicht leerer. Also wird es heute ein etwas längeres Video, weil ich werde jetzt mal ein paar wieder öffnen. Natürlich auf, dass ich keine Doppelten ziehe und endlich meine Sammelmappe voll und voller kriege. Und ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, ob ihr eure Sammelmappe schon voll habt oder wie viel euch noch fehlen. Ganz egal was. Hier könnt ihr und hier sollt ihr alles über die Adrenalin XL Russia 2018 schreiben und kommentieren. Also ich fange jetzt direkt mal an, dass das Video nicht allzu lang wird. Ein bisschen Zoom. So. Aber ihr wisst ja auch, ich werde trotzdem nicht auf die Vereine oder Spieler eingehen. Wenn ihr gerne sie länger sehen wollt, die Karten, dann drückt ihr immer wieder auf Pause. Oh. Zwei Basiskarten. Verkehrt rum. Nichts Hochwertiges in das Booster-Tütchen gewesen. Na, hoffen wir natürlich, dass es nicht so weitergeht. Und wie gesagt, ihr schreibt mir weiterhin in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und. Ganz egal was. Alles über die WM 2018 könnt ihr hier in die Kommentare schreiben. Und? Hey, eine etwas hochwertigere. Kommt natürlich sofort nach rechts, wo noch nichts gelegen hat. Sind schon ein paar Spiele dabei, die ich noch nicht habe. Und gleich zum Schluss des Videos zeige ich euch die Codes von den etwas hochwertigen Karten, weil wie gesagt, ich brauche sie nicht. Ich spiele das Spiel nicht, aber vielleicht ist da draußen ein oder andere, der Freude dran hat. Also zum Schluss werde ich die Codes zeigen. Weil werde ich auch immer wieder mal nachgefragt. Und ich brauche sie absolut wirklich nicht. Und ihr wisst ja dann, die schnellsten werden die Codes wohl einlösen können. Aber so richtig was Hochwertiges war noch gar nicht dabei. Obwohl, es sind ja jetzt auch 5 Booster-Tütchen gewesen. Oh, was ist das denn? 3 Stück. Packen sie alle mal nach hinten. Und schauen wir, was das ist. Alle 3 umdrehen. Oh. Einer davon, seht ihr selber, ist etwas hochwertiger. Oh, das ist doch ziemlich dick. Das ist aber wirklich ziemlich dick. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, es passt. Endlich mal wieder ein paar Deutsche oder einen Deutschen bis jetzt. Die habe ich ja wirklich selten gezogen. Auch wieder Basiskarten verkehrt rum verpackt. Siebte. 10 Stück werde ich öffnen. Oh, endlich mal wieder ein. Ah, da sind aber ziemlich viele, die verkehrt sind. Kriegen also bei mir einen Drehwurm.
ich und ihr habt es gleich geschafft. Für 8 Booster. Dann wisst ihr noch, 2 werde ich auf jeden Fall öffnen. Ah, mal gucken. Ich will ja was auch für meine Sammelmappe haben. Gleich was zu tun habe und endlich mal wieder ein paar Boosterkarten einsortieren kann. Hey, da sind aber einige. Ach, alles wieder normale Standard-Basiskarten. Bei 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mein 10. Booster-Tütchen. Ja, aber es sind noch nicht so viele, die ich euch einen Code zeigen kann. Vielleicht öffne ich noch ein paar. Ja, waren wieder keine. Es lohnt sich noch nicht. Mache ich also noch 5 Stück auf. Das heißt 15 Booster in diesem Video plus die Codes werde ich euch präsentieren. Aber sonst lohnt sich das ja nicht für euch, aber für mich dann hinterher, um was in den Sammelmappe reinzustecken. Ja. Und ich sehe auch, sind wirklich einige dabei, die ich noch nicht habe. Und für euch mal wieder ein Code gleich. Zwölfte Tütchen. Lege ich nach rechts, zeige ich natürlich gleich die Codes und sind auch etwas hochwertiger. Obwohl nicht so, naja, richtig wirklich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Alle Boosterkartenfreunde auch. Die sieht mir richtig cool aus. Mit den roten Trikot im Hintergrund. So, 14. und vorletztes Boostertütchen. Für heute. Aber so wird auch mein Display so langsam leerer. Und ihr konntet mal wieder paar Spielerkarten mehr sehen oder Motive, ganz wie ihr es sehen wollt. Ja, auch nicht schlecht. Und mal wieder ein. So, also hier ist es nun das 15. und letzte Boostertütchen von Adrenalin XL Russia 2018. Danach werde ich euch von den hochwertigen Karten die Codes zeigen. Also, seid gespannt und passt auf, wer sie gebrauchen kann. So, und eine hochwertige. Jawohl. Also, jetzt zeige ich euch in der Kamera die Codes, weil wie gesagt, ich brauche sie absolut nicht. Es sind ja auch ein paar zusammengekommen von den hochwertigen. Also, fangen wir jetzt direkt an. Nehmt euch was zu schreiben oder drückt ihr immer wieder auf Pause. Es geht los.
Sechste Code schon. Zehnte. So, es war insgesamt 12 Codes sind es heute geworden. Ich hoffe, ihr habt alle aufgeschrieben, ihr konntet alle gebrauchen. Aber ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie ihr das findet, dass ich von den hochwertigen Karten euch die Codes jetzt immer mit dabei präsentiere. Schreibt es mir in die Kommentare, ihr findet das gut, ihr wollt noch mehr Codes haben. Ich habe noch einige Booster in meinem Display. Wenn genug zusammenkommen, die das wollen, zeige ich natürlich immer wieder von den hochwertigen Karten. Ich finde die Codes. Alle anderen natürlich auch, wenn ihr es wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das mal wieder von Adrenalin XL Russia 2018 Boosterkarten. Und sage ich deswegen, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.